Gerolzhofen, malerisches bayerisches Städtchen auf dem halben Weg zwischen Bamberg und Schweinfurt. Es hat Wurzeln aus dem Mittelalter und ist außer anderem auch bekannt mit seiner Weinbergetradition. Wenn würde hier ein Bürger von Norden der Tschechischen Republik kommen, findet er hier einige interessante Details. Im historischen Zentrum der Stadt, auf dem Mast von dem alten Rathaus, wird die Stadtfahne der nordböhmischen Stadt Bílina. Das ist aber nicht der Ausdruck der offiziellen Partnerschaft dieser beiden Städte. Es handelt sich um die Aktivität des Heimatvereins mit der Benennung Verein des Heimatkreises Bílin, welchen haben die Bürger deutscher Nationalität gegründet nach der Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach dem Jahre 1945. Der Verein hat nämlich gerade hier seinen Sitz. Am Rande des Stadtviertels finden wir hier die Straße mit der Benennung Bíliner Weg, mit dem Schulgebäude, wo davor die Skulptur steht, die einen Stein vom Borschengipfel versteht, und in den Dachräumen des Hauses wurde der Sitz des Vereins eingerichtet und enthält einem Museum, das gefüllt ist mit Artefakten, die den Mitgliedern des Vereins erinnern den Glanz und Ruhm der Stadt Bílin und Umgebung in der alten Heimat. Die Heimatstuben bieten den Besuchern unikate historische Druckschriften, Fotos, Bilder, aber auch Andenkengegenstände und Sachen des damaligen täglichen Gebrauchs an. Und das alles bezieht sich zur Lokalität Bílina, zur Stadt Bílina und den vielen Gemeinden in der Umgebung, aus welchen die deutschen Landsleute wurden nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesiedelt. Oft in gerührten Umständen mit wenig Eigentum, das sie durften mitnehmen. Es war der Weggang in die neue Heimat, aber eigentlich in das Ungewisse, in das Reich, wo sie von den Altbewohnern nicht gerade mit offenen Armen begrüßt wurden. Je to nesmírně obdivuhodné a myslím, že jste celkem výstižně zvolil to slovo rozporuplné, protože kde kdo, podle takového povrchního lidského uvažování, kdyby se něco mu takového stalo, jako se stalo těm vyhnaným našim spoluobčanům, tak už by třeba zanevřel. Oni nezanevřeli. Víme, nezanevřeli třeba kvůli tomu, že i tu svou vlast nebo tu svou to své rodiště považují stále za svou rodnou zemi, za svou rodnou vlast. Ale já se domnívám, že právě tak kvalitní to byli lidé, kteří tady žili, že ne jsou po svém vyhnání doposud, nejsou naplněním mstou, zlobou, nepřátelstvím, že to je znamení kvality charakterů a kvality povah, tím bolestnější je potom to zjištění a konstatování, že právě takových lidí jsme se vlastně zbavili. Südlich von der nordböhmischen Stadt Bílina liegt der Bund der Gemeinden von Hrobčice. Und dieser hat gesamt 12 Kataster: Hrobčic, Kučlín, Razic, Meršlic, Mukov, Rotaugest, Hetau, Radovesic, Trcinka, Tvrdina, Mirešovic und Kautz. Das Gebiet zwischen dem Erzgebirge und dem böhmischen Mittelgebirge war ursprünglich die Heimat der Mitglieder des Deutschen Heimatvereins und deren Vorfahren. In vergangenen 11 Jahren begannen hier die Bürgeraktivitäten zum Funktionieren, die gezielt waren zur Erneuerung des Kulturerbes in den einzelnen Gemeinden. Kirchen, Kapellen, Martersäulen, Kreuze und Statuen, die nach 40 Jahren der kommunistischen Totalität sehr beschädigt waren, vernachlässigt oder gezielter Devastierung. Und es ist zu bewundern, mit welcher Nachsicht und Versöhnlichkeit wertet diese treurige Zeit die hohe kirchliche Autorität. Odpustit
nepravosti lidem určitě musíme, když ovšem o to stojí. Nesmíme však nikdy odsoudit člověka, který nějaké tyto nedobré věci koná. Člověka musíme mít rádi a musíme pro něho mít pochopení a musíme mu pomoci, i když je jakýkoliv. Ale nemůžeme a nesmíme souhlasit se zlem, které by eventuálně bohužel konal. Jestliže se nyní hodnotí s odstupem doby, vlastně to naše hodnocení už je poměrně jednoduché. Horší by to bylo hodnotit v té době, kdy se to konalo, kdy se ty památky, kulturní, české, křesťanské památky, kdy se ničily v té době. Wenn nach dem Jahre 1990 die tschechisch-deutsche Zusammenarbeit neuen Dimensionen begann, begannen auch die Kontakte zwischen den sudetendeutschen Vereinen der Landsleute, zwischen einzelnen Städten und Gebieten in der Tschechischen Republik. Ein der ersten Kontakte entstand im Norden und betraf die Region um Most und dort engagierte sich Frau Brigitte Janowska, welche auch später bei der Anknüpfung der sehr engen Zusammenarbeit zwischen dem Heimatverein aus Bayerisch-Gerolzhofen, der Stadt Bielin und Hrobčice war. Ja, die Landsleute von hier wurden aus politischen Ereignissen in verschiedene Ecken Deutschlands und weiteren Ländern in Westeuropa verweht. Aber ständig haben sie Kontakte gehalten, sie trafen sich und gemeinsam sind sie in Orte gefahren, um zu erinnern, wo viele von ihnen geboren wurden und wo geboren und gelebt hatten ihre Vorahnen. Celé to začalo v roce 2006, kdy jsme se poprvé sešli z iniciativy paní tehdejší předsedkyně občanského výboru pro záchranu kostela svatého Prokopa v Mukově s paní Janou Sislovou, která se snažila a vyvíjela tam tyto iniciativy. K tomu potřebovala určité informace a protože se tehdy začaly rozvíjet i záležitosti v evropských projektech, tak si mě našla prostřednictvím redakce časopisu Homer a tak jsme se prvně sešli v Mostě. Povídali jsme si, ale došli k závěru, že Hrobčice podle ní nebo Mukov neměly podmínky k tomu, abychom s nějakým projektem uvažovali. Přesto jsme to ale ani jedna nevzdali a tak jsme se potom sešli ještě vícekrát, snažila jsem se najít takové směry, které by věci mohly pomoci a podařilo se. Takže následovala výstava, na kterou byli pozváni také naši rodáci, přišli tam zástupci města Bíliny, no a pak už netrvalo dlouho a dostali jsme pozvání do města Gerolzhofen od rodáků, od tohoto sdružení, se kterým spolupracujeme a slavíme nyní 10. výročí. Es dauerte nicht lange und nach den ersten Kontakten begann diese Zusammenarbeit mit ganz konkretem Ziel. In dieser Zeit war auch in Hrobčice schon der erste Verein tätig, der Bürgerverein zur Rettung der Kirche des Heiligen Prokop in Mukov. Am 11. Februar 2009 wurde unterzeichnet die Vereinbarung über Zusammenarbeit im Bereich der Rettung der Kirche des Heiligen Prokops in Mukov, Pflege und Erhaltung des Kulturerbes und der Traditionen, Errichtung eines Raums für kulturelle Begegnungen, Aufbau und Vertiefung des Dauerkontaktes inklusive des Dialogs und damit auch Abbau der Hürden der Vergangenheit. Dieses bedeutende Dokument unterzeichnete Wolfgang Wodraschke, erster Vorsitzender der Heimatsverein Bielin, Jana Sislová, Vorsitzende des Bürgervereins Mukov, Božena Zemanová, Bürgermeisterin der Gemeinde Hrobčice
und Brigitta Janowska, Dolmetscherin. Diese Vereinbarung ist von beiden Seiten bis heute voll akzeptiert. Jedes Jahr findet ein großes, dreitägiges, feierliches Treffen statt, wo die deutschen Freunde nach Nordtschechien kommen. Im Jahre 2017, Ende September zu Oktober, erleben alle Beteiligten in Bílina, Hrobčice und Umgebung schon das 10. offizielle Treffen. Es handelt sich auch erinnern zumindest an die wichtigsten Projekte, die in den letzten 10 Jahren realisiert wurden. Ausgesprochen wurde der Name Kirche des Heiligen Prokops in Mukov. Das war das Ziel der ersten gemeinsamen Bestrebung. Es wird gesprochen, dass die Kirche hat der Kaiser Josef II. Aufbauen lassen, der in Mukov im Oktober des Jahres 1778 bei Gelegenheit der großen Jagd auf Wild in der Gaststätte beim Hauptvogel übernachtete. Die Mukover haben sich um den Kaiser sehr gut gekümmert und als Entlohnung konnten sie sich etwas wünschen. Und sie wünschten sich eben eine neue Kirche. Die kleine Gemeinde hat also eine dankende Erinnerung auf den Kaiser Josef II. Nicht nur als die Kirche, aber auch eine Gedenktafel auf dem Haus Nummer 38. Im Jahre 2011 wurde eine neue Gedenktafel enthüllt in tschechischer Sprache mit dem Relief des Kaisers Josef II. Neben der ursprünglichen Tafel in deutscher Schrift aus dem Jahre 1894. Diese Gedenktafel mit dem Relief ist von der Initiative des deutschen Landmannes Harald Hauptvogel entstanden. Die Kirche befand sich nach dem Jahre 1990 in einem sehr verkommenen Zustand und wurde gefährlich für die Umgebung. Im havarischen Zustand war besonders das Dach, von wo bei Wind die Teile abgeflogen sind, auf den Friedhof, aber auch auf die anliegende Straße. Die Kirche und auch die Gemeinde hatten kein Interesse um die Kirche. Die einzige finanzielle Unterstützung auf die breite Sanierung konnte nur der tschechisch-deutsche Zukunftsfonds leisten. Und so ist es im Sinne des Einheitliches Europas zum Anbindung der Zusammenarbeit mit deutschen Landsleuten gekommen. Der Bürgerverein hat sich für die Rettung der Kirche diese zur langzeitigen Ausleihe genommen und schrittweise hat der Verein nicht nur die Dachreparatur durchgeführt, aber auch das Interieur und nach das gesamte Areal. Von der Quelle deutscher Landsleute, Grants und Zuschüssen vom Kultusministerium und der Europäischen Fonds ist es gelungen, in die Sanierung über 3 Millionen Kronen zu investieren. Und so kam es nicht nur zur Verschönerung der Dominante der Gemeinde, aber auch zur Belebung der örtlichen Traditionen und des Kulturlebens der Gemeinde. Hier finden manchmal bürgerliche Gottesdienste statt, Ausstellungen, Advent und andere Konzerte und viele weitere Veranstaltungen. Zu Mukov bezieht sich außer anderem auch die weitere Geschichte über die Rettung des Erbes. Auf dem Marktplatz stand die Statue des Heiligen Prokop, eine klassische Barockskulptur, aber zu Zeiten des besseren Sozialismus ist sie verschwunden. Es existiert ein Zeitbild, welches uns der Heimatverein aus Gerolzhofen aus dem Archiv des Heimatstuben leistete. Vor der Statue stehen zwei kleine Jungs. So blieb erhalten, wo die Statue stand und wie sie ausgesehen hat. Es war die Statue zu finden. Denn es existierte eine Information, dass die Statue absichtlich ein bestimmter Traktorfahrer abgerissen hat vom Sockel und in der früheren landwirtschaftlichen Waage verschüttet wurde. Im April 2008, nach 3 Tagen der Grabungen in der Grund der Waage, in Tiefe 2 Meter, wurde das Torso und einige Teile wirklich gefunden. Der heilige Prokop ohne Kopf, bei den Füßen kleine Engel und Teufel, also nach 50 Jahren hat er wieder das Licht der Welt erblickt.
Es half das zeitige Bild, die Restauratoren und Historiker. Und der heilige Prokop hält schon wieder seine schützende Hand über Mukow in der Nähe der heute schon sanierten Kirche, die ihm geweiht ist. No tak mě na to přivedl vlastně už můj děda, já jsem to slýchávala od malička vlastně, že jako svatý Prokop měl tento osud, ale spíš jsem to vnímala jako pohádku. A vlastně až časem a díky právě těm svědeckým výpovědí ještě i ostatních starousedlíků v obci, mě to navedlo na tu myšlenku, že vlastně to pohádka nebyla, že opravdu je to tak. A pak ještě, když jsme nalezli fotografii vlastně historickou v německém archivu, když nám ji přivezli, tak to už mě úplně jako ujistilo v tom, že opravdu ta socha tam leží a začali jsme pátrat. Bylo to zajímavé, zase pro mě asi z toho zůstala ta velká radost, že opravdu tam schovaný byl a povedlo se ho vyndat a že byl v takovém stavu, aby se dal rekonstruovat. Takže já jsem z toho měla ohromnou radost a to je to, co cítím asi do dneška. Radost z toho všeho. Noch viel mehr als in Mukow erlitt durch Devastierung, Vernachlässigung und Zeit die Kirche des heiligen Jakob des Größeren in Mrzlice. Seine ursprüngliche Ähnlichkeit erhielt die Kirche im Jahre 1838, als es zum letzten Umbau kam. Das Bauwerk der Kirche ist ein besonderes Dokument einer komplexen Bauphase, nicht gestört von der jüngeren Zeit. Aus diesem Grund wurde der Bau im Jahre 2008 vom Kultusministerium der Tschechischen Republik als Kulturgedenkmal erklärt. Es handelt sich um einen spätklassizistischen Neubau. Die Kirche ist ein Einschiffbau, überwiegend aus Steinbruch, flache Decke mit hoher Kehle, hat einen kantigen Turm mit der Kuppel, halbrunder Presbyter, Chor und die Sakristei. Die Spitze der Kampanile hat eine Ziegelumrahmung. Das Objekt der Kirche bildet eine bedeutende Dominante nicht nur der Gemeinde, aber auch der hiesigen Gegend. Erst von der Nähe konnte man sehen, welcher Verfall geschehen war. Nach Vorbild von Mukow ist auch hier ein tschechischer Bürgerverein gegründet worden, mit dem Ziel zur Rettung des Denkmals und Nutzung als Ausstellung und Konzertraumatelier für die Akademie der Bildenden Kunst in Prag und für gemeinsame tschechisch-deutsche Begegnungen zur Unterstützung und Erhaltung der kulturellen und gesellschaftlichen Traditionen und Nutzung des Turmes als Aussichtsturm. In gleicher Zeit verbündeten sich aus Initiative des Herrn Professor Dr. Georg Wodraschke 10 Familien von der Bundesrepublik Deutschland in einen informellen Gönnerkreis, damit sie mit privaten finanziellen Geschenken helfen, die Kirche vor dem Verfall zu retten. Die Namen dieser Familien sind dokumentiert auf dem Gedenktafel im Inneren der Kirche. Es sind die Familien Hartmann, Müllerheim, Roth, Schulke, Schwark, Wanni, Wiedemann, Georg und Wolfgang Wodraschke. In folgender Zeit schenkten Familien Hildebrand, Maschke, Köhler, Heller und Hanke weitere finanzielle Beträge. In 3 Etappen stellte diese Gruppe mit der Bürgermeisterin von Hrobčice Jana Sislová den Antrag um finanzielle Mittel zum Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds und bei den tschechischen Ämtern zur Restaurierung der Kirche und des Friedhofs daneben. Bis zum Jahre 2017 wurden in die Sanierungs- und Rettungsarbeiten ca. 3 Millionen Kronen investiert. Und im Plan sind weitere Schritte zur Erneuerung des Denkmals. Takže pro mě ten kostel byl jakýmsi symbolem domova, protože on už je vidět jakoby z dalekého okolí a vždycky, když jsme s rodičem a ještě přijížděli domů, tak jsem už ten kostel viděla z dálky a viděla jsem vlastně, že už tam už někde bydlím, že už tam vlastně se vracíme domů.
Nejprve bychom chtěli udělat schodiště do věže kostela, aby se dalo využívat jako rozhledna, protože z něho vidět do širokého okolí. Poté taky fasáda venkovní, dokonce i vnitřní. A kostel bychom dále chtěli využívat k výstavám, ke koncertům a k různému setkávání lidí. Im Jahre 2015 war Zusammenarbeit gewonnen der renommierte Berliner Lichtarchitekt Diplom-Ingenieur Germel, der außer anderem die Beleuchtung des Brandenburger Tores in Berlin vorgeschlagen hat. Damit er eine Konzeption für die Beleuchtung des Interieurs und für die Kirchenfassade entwickelt. Das Projekt für diese Beleuchtung des besonderen Bauwerkes schenkte er dem Verein unentgeltlich im Jahre 2016. Im Jahre 2017 begann das Projekt der Beleuchtung finanzielle Unterstützung von Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds, von der Gemeinde Hrobčice, von unterstützenden Kreis der Kirche Mrzlice und der Severočeské doly Aktiengesellschaft. Wenn in diesem Jahr die Kirche in Mrzlice das erste Mal aufleuchtet, wird die Silhouette in die Gegend strahlen zwischen dem böhmischen Mittelgebirge und dem Erzgebirge. Es wird einen Leuchtturm erinnern, der über dem früheren stürmischen Meer strahlt. Heute aber ist die tschechisch-deutsche Zusammenarbeit bisher auf bestem Niveau. Also ich halte von dieser Zusammenarbeit außerordentlich viel. Ich finde das eine wirkliche Freundschaft, die hier entstanden ist in den letzten 10 Jahren. Wir haben uns nicht deshalb getroffen, um irgendwelche Unfreundlichkeiten auszutauschen, sondern weil wir Freude gehabt haben, weil wir Freunde getroffen haben in der alten Heimat. Es war natürlich für uns und für insbesondere für die Älteren oft schmerzhaft zu sehen, wie Häuser, die sie gekannt haben, nicht mehr existieren oder wie andere Häuser verfallen sind und kaputt gingen. Aber das ist auch im Laufe der Zeit natürlich bedingt und